Über 1000 Wissenschaftler sprechen sich gegen die These vom menschengemachten Klimawandel aus. Nun, der Weltklimarat IPCC oder IPCC beruft sich immer auf einen Konsensus und beruft sich immer auf 1500 Mitarbeiter, die die Weltklimaberichte erstellt haben. Es kann von einem Konsensus über den menschengemachten Klimawandel keine Rede sein. Unter diesen 1000 Wissenschaftlern sind zwei Wissenschaftler aus Deutschland, Professor Gerlich und meine Person, die eine Arbeit geschrieben haben, die Falsifizierung der atmosphärischen CO2-Treibhauseffekte im Rahmen der Physik. Diese Arbeit ist im Wesentlichen ein Übersichtsartikel, also gar kein Forschungsartikel, ein Übersichtsartikel über bekannte Tatsachen der Physik, der allerdings in einem Physikjournal publiziert wurde, peer-reviewed, wie man sagt, fachbegutachtet. Und es gibt keinen physikalischen Mechanismus, nach dem CO2, Kohlendioxid, Kohlensäure das Klima beeinflussen könnte. Und für die Behauptung, dass die vom Menschen verursachten CO2-Emissionen die mittlere Temperatur der Erde erhöhen könnten, gibt es nicht nur keine wissenschaftlichen Beweise, sondern sie ist auch falsch. Was ist ein wissenschaftlicher Beweis? Ein wissenschaftlicher Beweis wäre zum Beispiel ein Experiment in einem Labor, welches reproduzierbar ist. Ein wissenschaftlicher Beweis wäre auch eine mathematische Rechnung unter gewissen Voraussetzungen. Und nicht wissenschaftliche Beweise sind zum Beispiel Computermodelle, deren Grundlagen nicht auf Wissenschaft basieren. Ich würde sogar ganz persönlich davon ausgehen, dass es sich um den größten Wissenschaftsskandal aller Zeiten handelt. Ich stehe übrigens mit dieser Meinung nicht dabei. Es ist auch einer der größten politischen und wirtschaftlichen und pädagogischen Skandale. Pädagogischen Skandal deshalb, weil den Schülern in den Schulen Falsches beigebracht wird. Als gelernter Physiker weiß ich, dass wenn man, und das wissen Sie auch, eine heiße Kartoffel in Aluminiumfolie einwickelt, dass sich die Wärme stauen kann. Populär gesprochen. Wärmestauen ist kein physikalischer Begriff, aber jeder versteht, was gemeint ist. Ein transparentes, dazu noch gasförmiges und strömungsfähiges Dielektrikum, umgangssprachlich gesprochen Isolator, kann nicht per Strahlung übertragene Wärme stauen. Vielen international renommierten Wissenschaftlern kommt die Klimatheorie, der Klimakonsensus sehr eigenartig vor. Und die Webseite Climate Depot, betreut von Marc Morano, der schon seit Jahren sich um eine aufklärerische Arbeit bemüht im Bereich der Klimawissenschaften und früher zum Stab des Senators Inhofe gehörte, hat diese Liste betreut, die eine sehr lange Geschichte hat. Und ich möchte Ihnen nur einige Ausschnitte von Bemerkungen der 1000 internationalen Wissenschaftlern vorstellen. Nächste Folie. Zum Beispiel ein Herr Tom Tripp sagt, wir sind noch nicht wissenschaftlich bei einem Konsensus. Wir sind da noch nicht angelangt. Und im Widerspruch zu dem, was man in den Medien hört, es gibt nichts, was man Konsensus nennen würde. Und man kann einfach das Klima nicht vorhersagen. Lassen Sie mich kurz ergänzen, was ist denn Klima? Klima ist zunächst erstmal ein Begriff, der nur lokal definiert ist. Es gibt kein Weltklima, sondern es gibt nur in einer Region ein Klima, weil Klima bedeutet griechisch Neigung. Es gibt die Klimaten. Das heißt, von einem Weltklima zu sprechen, ist schon nicht korrekt. Leonard Weinstein, jede wissenschaftliche Analyse, die seriös ist, muss zeigen, dass die grundlegende Theorie falsch ist. Die ganze Sache ist ein Betrug. Die Daten werden frisiert, zum Beispiel die Daten der Temperaturgeschichte. Hunderte von Billionen Dollars werden verschwendet, um diese anthropogene globale Erwärmungstheorie, die menschengemachte globale Wärmungstheorie zu unterstützen, zu verbreiten, aus ihr Geld zu ziehen. Und es ist eben tatsächlich so, dass es bis in die
Textbücher in den Schulen, in die Schullehrbücher gibt, dass den Kindern falsche Dinge über Physik beigebracht werden. Ich schäme mich, was aus der Klimawissenschaft geworden ist, sagt der Chemiker William Gilbert. Und so offen wird das also schon ausgedrückt. Und Sie können diese ganzen Äußerungen in dieser Dokumentation, in der 1000 Wissenschaftler sich zu Wort melden, in Ruhe nochmal nachlesen, studieren. Es handelt sich also um Betrug. Und es gibt ein sehr schönes Interview von von Professor Gerlich, in dem er sagt, auf die Frage hin, was gefällt Ihnen denn an dieser Idee nicht? In dieser Idee des Treibhauseffekts nicht? Er antwortet, es ist, weil es ein professioneller Betrug ist. Und ich bin eigentlich auf diese Klimathematik gestoßen worden, weil ich im Bereich der Erwachsenenbildung arbeite zum Teil und dort feststellen musste, dass auch dort physikalischer Unsinn an den Schulen verbreitet wird. Und ich habe dann angefangen zu recherchieren und eben festgestellt, dass es mit der CO2-Hypothese hinten und vorne nicht stimmt und bin dann auf die Vorträge von Professor Gerlich gestoßen. Und so hat sich dann eine Zusammenarbeit ergeben. Wir beide sind von Haus aus theoretische bzw. mathematische Physiker, haben beide Erfahrungen angewandter Physik, also durchaus Kontakte mit Kollegen, die im Labor arbeiten und mussten eben feststellen, dass diese CO2-Hypothese praktisch als gegeben angenommen wird. Zig Millionen Steuergelder werden ausgegeben, werden entsprechende Organisationen zur Verfügung gestellt. Man kann heute sehr gut Karriere machen, indem man in diesen Bereich einsteigt. Und wir beide sind in einem Bereich tätig, der im Grunde genommen diesen Bereich kaum berührt. Das heißt, wir sind völlig frei in unserer Entscheidung, ob wir uns für diese Sache oder gegen diese Sache entscheiden. Unsere Existenz hängt nicht von unserer Einstellung zu dieser Hypothese ab. Aber wir sind natürlich überzeugte Physiker und können es uns daher leisten, diese Dinge rational zu analysieren. Ich möchte noch mal daran erinnern, dass ja in der Physik alle Begriffe sehr präzise definiert sind. Und das Problem ist, dass die Naturwissenschaft natürlich nicht die Natur als Ganzes beschreiben kann. Die Natur ist viel zu komplex, sondern man muss Vereinfachung vornehmen. Und um das begrifflich zu fassen, führt man zum Beispiel den Begriff des Systems und den Begriff der Umgebung ein. Der Begriff der Umgebung ist inzwischen zu einem Modewort erwachsen. Alle sprechen nur noch von Environmentalismus. Die Kunst besteht natürlich in der Physik, alles, was im System passiert, geschickt mit dem, was in der Umgebung passiert, abzustimmen. Das heißt, man muss ein Experiment aufbauen, muss Messapparaturen justieren, muss Anfangsbedingungen schaffen für ein Experiment, um dann den gewünschten Effekt, die Wirkung einer Störung zum Beispiel, sich anzuschauen. Darf ich um die nächste Folie bitten? Ein weiterer wichtiger Begriff in der Physik ist der Begriff der Energie, der gespeicherten Arbeit. Hier steht das Entscheidende. Ergon ist Arbeit und Energeia ist praktisch die Arbeit, die irgendwo drin steckt. Und Energie kann natürlich ausgetauscht werden zwischen Körpern, zwischen Objekten. Begrifflich abzusetzen ist der Begriff der Temperatur. Temperatur ist ein Begriff, den Sie in der Mechanik allein, wenn Sie nur Mechanik betreiben, mit Federn, Schrauben, Rollen, noch nicht haben. Temperatur spielt dann eine Rolle, wenn Sie plötzlich Systeme in der Physik betrachten, wo warm und kalt eine Rolle spielt. Und es ist dann sehr, sehr wichtig, sich klarzumachen, wie ich den Zustand eines solchen Systems beschreibe. Und Temperatur ist im Grunde genommen nichts anderes
als ein Parameter, eine Hilfsgröße, die den Zustand eines Systems beschreibt. Man kann sagen, wenn man Fieber hat, ich kriege Zustände, ich habe Zustand. Das ist also eine Zustandsgröße und eine Voraussetzung, dass man überhaupt Temperatur zuordnen kann einem System, ist, dass es in einem Gleichgewicht sich befindet. Wenn sich noch etwas ändert, wenn es brodelt, wenn da Fluktuationen auftauchen, dann ist der Temperaturbegriff keine gute beschreibende Größe. Wenn aber sich die Temperatur eingestellt hat, dadurch, dass das System ein Gleichgewicht eingenommen hat, ein thermodynamisches, dann kann man von der Temperatur sehr gut sprechen. Die Wärme hingegen, und das ist sehr, sehr wichtig, ist eine der Energieformen. Ich hatte ja davon gesprochen, Energie ist eigentlich gespeicherte Arbeit. Das heißt, Wärme ist eine spezielle Energieform, die zwischen Objekten ausgetauscht wird. Sie wird durch die Zuführung bzw. Abführung in kleinen Portionen beschrieben. Wird einem Körper Wärme zugeführt, so erhöht sich seine Temperatur. Es ist aber wichtig, das im Auge zu behalten, dass diese Wärme eine bestimmte Energieform ist. Nicht alle Energien, die man austauschen kann zwischen Körpern, sind Wärme. Es ist nur eine bestimmte, nämlich die, die mit der Temperatur verknüpft ist oder mit der Temperaturänderung. Zusätzlich zur Wärme muss man sich im Klaren sein, wie man nun Wärme übertragen kann. Und jetzt nähern wir uns langsam dem Problem des Treibhauseffekts. Wärme kann übertragen werden durch direkte Berührung, Kontakt, durch Strahlung. Das kennen Sie vom Rotlicht oder vom Ofen, der in der Ecke steht. In Flüssigkeiten und Gasen durch Wärmemitführung oder Konvektion, das heißt durch Strömung von Luft und Flüssigkeit und eben im Rahmen von Phasenübergängen schmelzen und kondensieren. Und das ist der entscheidende Punkt. Es gibt vier Formen der Wärmeübertragung, die Sie verinnerlichen sollten. Und Sie sollten immer, wenn irgendwo geheizt wird oder es kälter wird, mal überlegen, warum ist es jetzt hier heiß? Ja, das ist eindeutig die Wärmestrahlung. Und es gibt andere Situationen, wenn Sie sich jetzt auf einen heißen Ofen setzen, dann ist das tatsächlich die Wärmeübertragung durch direkte Berührung. Und eben auch heiße Winde können eben Wärme übertragen. Übrigens die Wärmeübertragung durch Strömung, durch Konvektion, durch Wärmemitführung ist die effizienteste. Und es gibt nun zwei Hauptsätze der Wärmelehre, die ganz besonders wichtig ist. Der erste Hauptsatz von Clausius 1887 sagt, es lässt sich Wärme in Arbeit umwandeln und umgekehrt Arbeit in Wärme, wobei stets die Größe der einen der anderen proportional ist. Der zweite Hauptsatz, der wichtigste Satz der Physik überhaupt, ich sage auch gleich, warum das der Fall ist, die Wärme kann nicht von selbst aus einem kühleren in einen wärmeren Körper übergehen. Es kann nie sein, dass wenn Sie einen Löffel in eine heiße Suppe stecken, dass dann plötzlich vom kalten Ende noch mehr Wärme in die Suppe strömt und die Suppe noch heißer wird, sondern es ist immer so, dass aus der heißen Suppe die Wärme nach oben strömt, wie der Alltag, die Alltagserfahrung es zeigt. Nächste Folie. Es gibt also keine Maschine, die aus dem Nichts Energie erzeugt. Mit anderen Worten, es gibt keine erneuerbaren Energien, so als kleinen Seitenhieb in Richtung eines Modewortes. Das heißt, Energie kann immer nur umgewandelt werden und ist nach dem ersten Hauptsatz erhalten. Für die Funktion einer Wärmepumpe, eines Kühlschranks, der tatsächlich Wärme von kalt nach warm pumpt, ist äußere Arbeit, nämlich ein Motor, notwendig. Man spricht dann auch in der Physik von der Unmöglichkeit eines Perpetuum mobilis der ersten Art im ersten Fall oder eines Perpetuum mobilis der zweiten Art im zweiten Fall. Ja, und damit habe ich die wichtigsten physikalischen Begriffe Ihnen vorgestellt, die es erlauben, die Nichtexistenz der Treibhauseffekte relativ schnell zu verstehen. Ich darf noch mal die Begriffe kurz wiederholen. Das war also System und Umgebung, das war Energie, das war Wärme, Temperatur und die beiden Hauptsätze, dass also Energie immer nur umgewandelt werden kann und dass Wärme von selbst nicht von kalt nach warm fließen kann. Es ist so, nun so, dass man natürlich, wenn man diese Hauptsätze, diese aus der Erfahrung gewonnenen Sätze
verinnerlicht hat, gerne experimentieren möchte, im Labor Dinge zeigen möchte, Wissen gewinnen will. Und wichtig dabei ist der Begriff des physikalischen Effekts. Ein physikalischer Effekt ist ein im Labor reproduzierbares Experiment mit überraschendem Ausgang zusammen mit seiner Erklärung. Das heißt, die Leute bauen etwas auf, die Umgebung des Experiments. Man hat in einer Kammer das System, reizt man das System und dann sagt es Piep. Und das wäre ein Effekt. Und wenn der Piep irgendwie anders aussieht, als man es erwartet, nennt man es besonders gern Effekt. Effekt heißt ja nur Wirkung. Und es ist so, dass so ein Effekt natürlich jetzt beschrieben werden muss und muss erklärt werden. Und es ist klar, dass zu dieser Erklärung eine Beschreibung zum Beispiel in der Sprache der Physik, in der Formelsprache der Physik gehört. Darf ich die nächste Folie bitten? Wichtig ist, dass zum Beispiel, wenn ich einen Effekt irgendwo habe, dass da wirklich ein realer Vorgang beschrieben wird und dass dieser Vorgang nicht den Prinzipien der Physik, der Thermodynamik widerspricht. Und der Diplom-Ingenieur Heinz Thieme, dem fiel schon in 90er Jahren auf, dass die Beschreibung des Treibhauseffekts im Widerspruch zur Thermodynamik steht. Wir kommen gleich dazu, was ein Treibhauseffekt sein soll. Entscheidend ist, dass der Treibhauseffekt kein Experiment ist in irgendeinem Laboratorium. Es gibt kein Experiment, welches sich so nennt, sondern es ist eine vage Beschreibung von angeblichen Vorgängen in der Erdatmosphäre. Und diese Beschreibungen sind fehlerhaft. Und das werden wir uns im Detail gleich anschauen. Wichtig ist, dass Heinz Thieme 1997 und Professor Gerli 1996 und schon 1995 dieses erkannt hat. Es gibt auch schon ältere Dokumente, die allerdings teilweise nicht zu finden sind. Es gibt zum Beispiel Gerüchte, dass schon vor 1995 auf Meteorologentagungen diskutiert wurde, dass die Standardbeschreibung des Treibhauseffekts der Thermodynamik widerspricht. Und es ist so, dass eben man jetzt genau ansehen muss, was wird offiziell vorgelegt. Jetzt gibt es natürlich von den Klimatologenseiten, zum Beispiel von Professor Rahmstorff, eine Seite, in der der Treibhauseffekt plausibel erklärt werden soll. Diese Seite ist hier als Link zu finden. Und es ist natürlich interessant, jetzt für einen Physiker sich anzuschauen, was ist da falsch? Wo ist dort der Wurm drin? Das Interessante ist, bei Professor Rahmstorffs Seite ist, dass er Wärme mit Energie vermengt. Ich hatte davon gesprochen, Wärme ist eine bestimmte Energieform, aber nur eine bestimmte, nämlich die, die mit Temperaturerhöhung und Verminderung in Verbindung zu bringen ist. Diese Differenzierung von Wärme und ausgetauschter Energie im Allgemeinen wird auf dieser Seite vermengt. Und daher ist die Begründung nicht richtig. Um das Kapitel 2 abzuschließen, noch mal sagen, wir brauchen also ein korrektes Verständnis der Thermodynamik, der Strömungslehre, der Elektrodynamik, der Elektrizitätslehre, der klassischen Strahlungstheorie, des Strahlungstransports und der Quantentheorie, um die Physik der Atmosphäre zu verstehen. Sie sehen also, es sind einige Disziplinen, die für sich genommen schon sehr schwer sind. Thermodynamik ist sehr anspruchsvoll, Strömungslehre ist mathematisch extrem schwierig, Elektrodynamik ist natürlich ein Standardfach der Physikvorlesung, weil ja an der Elektrodynamik die ganze moderne Technologie hängt. Klassische Strahlungstheorie ist nicht so sehr bekannt. Der Allgemeinheit ist ein Spezialgebiet, ebenso der Strahlungstransport aus der Astronomie. Und die Quantentheorie gehört zum Standardportfolio des Physikstudenten. Alle diese Theorien müssten zusammengebracht werden. Und dann kann man anfangen zu diskutieren. Man kann zum Beispiel nicht allein mit der Strömungslehre, die durchaus beherrscht wird in Teilbereichen auf dem Computer,
Aussagen machen über globale Erwärmung. Man muss immer die Thermodynamik hinzunehmen. Aber da der angebliche Treibhauseffekt mit der Strahlungstheorie verwoben ist, müsste man Strahlungstheorie mit Thermodynamik verknüpfen. Und schaut man sich dann die klimawissenschaftlichen Arbeiten an, stellt man fest, dass all die Dinge, die offen sind, einfach durch Parametrisierung, durch Annahmen in die Modelle hineingefügt wird. Und es ist natürlich eine große Frage, ob dies Wissenschaft ist. Nochmal die wesentlichen Begriffe wiederholen, zusammenfassen. Also die Physik der Atmosphäre ist eine wesentliche Grundlage der Meteorologie, das ist klar. Das Klima, wie ich sagte, die Neigung ist die Statistik der Wetterparameter einer Region, also ein globalen Klimabegriff einzuführen, ist sehr problematisch. Aus globaler Sicht kann man nur von den Klimaten sprechen. Das heißt, wenn Sie von einer Neigung sprechen, können Sie das nicht global begrifflich einführen, diesen Begriff. Das ist irgendwie ein Widerspruch in sich. Für einen typischen Beobachtungszeitraum wählt man mindestens 30 Jahre. Das heißt, selbst wenn wir lokale Klimatheorien hätten, wir könnten sie erst überprüfen, wenn mehrfach dieses Intervall abgelaufen ist. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Messtechnik noch gar nicht so alt ist, dass wir zum Beispiel einen Klimawandel selbst lokal beurteilen könnten oder identifizieren könnten. Ein Klimawandel, der Begriff ist nirgendwo exakt übrigens definiert, wenn man in der Literatur sucht, könnte allerdings identifiziert sein, wenn über einen längeren Beobachtungszeitraum die 30-Jahres-Mittel sich deutlich verändern. Voraussetzung wäre natürlich vernünftige Messdaten, was es gar nicht geben kann. Also wir haben nicht Messdaten der letzten 150 Jahren über den ganzen Globus in allen Regionen. Da wird ganz, ganz viel extrapoliert. Und es ist auch so, dass die Klimatologen kaum Angaben machen oder ehrliche Angaben machen über die Ungenauigkeiten ihrer Aussagen. Geschweige denn, dass also bestimmte Daten sogar frisiert sind. So, kommen wir zum Kapitel 3. Die Falsifizierung der atmosphärischen CO2-Treibhauseffekte im Rahmen der Physik. Sie haben jetzt alle Begriffe von mir vorgestellt bekommen. Ich darf ganz kurz darauf hinweisen, dass in keinem Standardlehrbuch der theoretischen Physik, in keinem der großen legendären Bücher, der Treibhauseffekt als Effekt zu finden ist. Es gibt den Mössbauer-Effekt, den Quanten-Hall-Effekt, den Jan-Teller-Effekt. Ich kann Ihnen viele, viele Effekte vorführen. Als physikalisch genau definierten Effekt gibt es den Treibhauseffekt nicht. Es gibt einzelne Vorschläge für verschiedene Arten von Treibhauseffekten in der klimatologischen Literatur, in der grauen Literatur, das heißt nicht in der begutachteten Literatur, sondern in der populären Literatur, sicher auch in einigen oder in vielen fachbegutachteten klimatologischen Büchern. Es sind immer so sehr diffuse Angaben, was nun eigentlich der Effekt selbst genau ist. Auf jeden Fall kann gezeigt werden, dass all diese Beschreibungen fundamentale physikalische Prinzipien verletzen. Professor Gerlich und ich haben 14 solcher verschiedenen Definitionen eines CO2-Treibhauseffekts lokalisieren können in der Literatur. Es gibt natürlich noch viel mehr, teilweise widersprechen die sich untereinander. Nun, wie ist es richtig? Die Sonne erwärmt die Erdoberfläche erwärmt die Atmosphäre. Es gibt Spezialsituationen wie Inversion, die wollen wir mal nicht besprechen. Entscheidend ist, dass während die Wärmeübertragung von der Sonne zur Erde über die Sonnenstrahlung abläuft, die Erdoberfläche, die Atmosphäre durch Wärmeleitung, Konvektion und zu einem Teil durch Strahlung erwärmt. Das heißt, die warme Erde erwärmt dann durch Kontakt zunächst erstmal die Luft. Die Luft gerät in Bewegung. Und der Effekt der Konvektion ist natürlich gigantisch. Also der verstärkt die reine Wärmeleitung um 4 Zehnerpotenzen. Die erwärmte, aber kältere Atmosphäre ist nicht in der Lage, die Erdoberfläche noch zusätzlich zu erwärmen. Wärme fließt immer ohne Anwendung äußerer Arbeit wie im Kühlschrank von warm nach kalt.
Und das ist eigentlich das Entscheidende bei vielen Modellen, dass gesagt wird, dass die kältere Atmosphäre durch ihre Rückstrahlung die wärmere Atmosphäre, den wärmeren Boden noch zusätzlich erwärmt. Das Temperatur- und das Druckprofil einer planetaren Atmosphäre kann im Rahmen einer Standardrechnung ermittelt werden. Gravitation, Wärmelehre spielen da eine gewisse Rolle. Druck, Temperatur, die Höhe sind beschrieben in einem mathematischen Zusammenhang, den wir hier noch einmal aus sehr allgemeinen Bedingungen berechnet haben. Ein gutes Beispiel, was jetzt der Erde sehr entgegensteht, ist die Venus. Die Venus hat einen Druck, Oberflächendruck, der um ein Vielfaches höher ist als die Atmosphäre. Und deswegen ist auch die, sind die Oberflächentemperaturen auf der Venus sehr, sehr hoch. Es hängt nichts mit dem CO2-Anteil oder dem angeblichen Treibhauseffekt zusammen. Es ist eine ganz einfache Rechnung, die zeigt, dass auf der Venus dieselben Gesetze wie auf der Erde gelten, dass die CO2-Konzentration nicht eingeht in die Formel und dass zum Beispiel auf einer Höhe, etwa 50, 60 Kilometer Höhe auf der Venus, wo der Druck genau dem der Erde entspricht, dass auf dieser Höhe die Temperaturen auf der Venus moderat sind, so bei 25, 26 Grad Celsius. Das heißt, es ist im Wesentlichen der hohe Druck auf der Oberfläche der Venus. Man kann auch diese Treibhauseffektbeschreibung für die Venus nicht verwenden, weil die Venus eine total lichtundurchlässige Atmosphäre hat. Für die Erde gilt sowohl das Profil als auch die Wärmeübertragung in der Atmosphäre wird von einer Verdopplung der Konzentration des atmosphärischen Spurengases CO2 nicht messbar beeinflusst, wenn man diese Physik zu akzeptieren bereit ist. Nun schauen wir uns mal die verschiedenen angeblichen Treibhauseffekte an. Und da wird es jetzt interessant. Es gibt, wie gesagt, 14 Vorschläge, alle ein bisschen anders, teilweise sich widersprechend. Es gibt 4, die sind besonders interessant. Das Gärtner-Treibhauseffekt, der Treibhauseffekt nach Arrhenius. Arrhenius war ein weltberühmter Chemiker, der 1896 als einer der ersten sich so etwas wie eine CO2-Klimaabhängigkeit ausgedacht hat. Es war ein Ansatz, eine Hypothese. Das ist ja in Ordnung, dass man spekuliert, Ideen hat, aber schon 1900 ist dieses von einem Herrn Angström widerlegt worden, was auch heutzutage kaum noch bekannt ist. Dann gibt es den Treibhauseffekt der Computerklimatologen und es gibt die modernen primitiv berechneten Treibhauseffekte, um 4 große Klassen zu nennen. Schauen wir uns den ersten Treibhauseffekt an. Dieser Treibhauseffekt wird in Schulen, auf Schulseiten, in sogenannten Modellexperimenten sehr gerne vorgeführt. Nun, worum handelt es sich bei einem Gärtner-Treibhauseffekt? Es handelt sich um nichts anderes als eine Unterdrückung dieser Konvektion, dieser Wärmemitführung. Man braucht nämlich im Gärtner-Treibhaus nur ein Fenster zu öffnen und dann wird es wieder kälter. Inzwischen wird allgemein akzeptiert, selbst von den Klimatologen, dass dies nicht der atmosphärische CO2-Treibhauseffekt ist. Und obwohl das akzeptiert ist, obwohl man Kritik erntet, obwohl Professor Gerlich und ich Kritik ernten mussten, dass wir diesen Gärtner-Treibhauseffekt überhaupt noch erwähnen, es sei doch sowieso klar, dass das nichts zu tun hat mit dem klimatologischen Treibhauseffekt, wird auf der anderen Seite in unzähligen Propagandabroschüren und sogar auf Seiten von Max-Planck-Instituten der Gärtner-Treibhauseffekt wiederverwendet. Also das muss man sich mal von Max-Planck-Instituten der Gärtner-Treibhauseffekt wiederverwendet. Also das muss man sich mal vorstellen. Man wird kritisiert, dass man ganz alte Dinge hervorholt. Man wird kritisiert, dass man sagt, das ist falsch, den Gärtner-Treibhauseffekt als Treibhauseffekt-Analogon zu verwenden. Das wird man kritisiert, aber die gleichen Leute benutzen ihn dann trotzdem noch, um ihre quasi religiöse Botschaft zu verbreiten. Und das ist schon eine Unverschämtheit. Die nächste Version ist der Treibhauseffekt nach Arrhenius, die historische Version. Arrhenius sagte, wenn man das CO2
aus der Atmosphäre entfernt, wäre die mittlere Bodentemperatur 0,5 Grad Celsius. Das hat damals der Arrhenius behauptet. Das hieße eben mehr CO2, höhere Temperatur. Arrhenius schätzt ab, dass CO2 etwa 18,7% der Bodenstrahlung absorbiert und verwendet das sogenannte Stefan-Boltzmann-Gesetz unzuverlässigerweise. Stefan-Boltzmann-Gesetz ist ein physikalisches Gesetz, welches sagt, welche Strahlungsleistung ein schwarzer Körper der Temperatur T erbringt. Das Stefan-Boltzmann-Gesetz kann man als Näherung für reale Strahler verwenden. Zum Beispiel, wenn ich eine Wolfram-Glühlampe habe, die glüht bei 3000 Grad, dann kann ich ganz gut die Strahlungsleistung einer solchen Glühlampe berechnen mit dem Stefan-Boltzmann-Gesetz, weil näherungsweise die Glühlampe bei 3000 Grad sich wie ein schwarzer Strahler verhält. Sie alle kennen ja diese schönen Bilder vom Schmied, dass ein Metall zur Glut gebracht wird und je stärker es erhitzt wird, desto heller ist diese Glut. Das Farbspektrum verschiebt sich von dunkelrot bis weiß, gelb, weiß. Und wenn man jetzt die gesamte Strahlungsleistung nimmt, wird sie sehr gut durch das Stefan-Boltzmann-Gesetz beschrieben, welches eine T hoch 4 Abhängigkeit beschreibt. T hoch 4 ist T mal T mal T mal T. Man sieht also, wenn die Temperatur in die Höhe geht, dann steigt es ganz stark an, diese Strahlungsleistung. Und der schwarze, ideal schwarze Körper ist praktisch ein schwarzes Objekt, welches erst anfängt zu glühen, wenn es heiß genug ist. Und es ist eine Konstruktion der theoretischen Physik und anwendbar auf glühende Metalle. Es ist aber nicht gut anwendbar auf Gase, auf transparente Gase, überhaupt nicht gut anwendbar. Auch zum Beispiel auf unseren Erdboden ist es nicht gut anwendbar. Infrarotthermometer, mit denen man die Temperatur berührungslos messen kann, nutzen dieses näherungsweise Stefan-Boltzmann-Gesetz. Aber diese Infrarotthermometer, die werden natürlich geeicht an realen Körpern, sodass man sagen kann, dass diese Gesetze zunächst erstmal für reale Körper sehr vage sind. Entscheidend ist aber, dass Arrhenius dieses Gesetz noch falsch anwendet. Ein beliebter Fehler ist, dass man nicht sagt, ein Körper der Temperatur T strahlt so und so, sondern dass man sagt, ich habe eine bestimmte Strahlung, die ich beobachte, und dann schließe ich daraus aus die Temperatur. Das ist so ein Standardfehler der Klimatologen, dieses Gesetz unter Vertauschung von Ursache und Wirkung anzuwenden, was nicht zulässig ist. Und Arrhenius hat diese Fehler auch gemacht. Die Computerklimatologen sagen, wenn man die CO2-Konzentration in der Modellatmosphäre verdoppelt, erhält man mit Computersimulation eine Erhöhung der mittleren bodennahen Temperaturen. Und dann gab es je nach Veröffentlichung mal diese Bandbreite, mal diese Bandbreite. Nun ist es so, dass die globalen Computermodelle nicht auf physikalischen Grundlagen beruhen, weil bestimmte physikalische Prozesse wie zum Beispiel Reibung, wie Wärmeleitung, wie Turbulenz, sozusagen Strudeligkeit weggelassen sind. Und wenn man wichtige Sachen in Modellen weglässt, dann ist es eben keine Wissenschaft mehr. Dann ist es nur noch Illustration von Spekulation. Nächste. Die modernen primitiv berechneten Treibhauseffekte funktionieren so ähnlich wie die Argumentation von Herrn Arrhenius. Die mittlere bodennahe Lufttemperatur wäre minus 18 Grad, wenn man sich CO2 und oder Wasserdampf und oder die ganze Atmosphäre und die Ozeane wegdenkt. Verwendet wird die Strahlungsintensität der Sonne, die mittlere Einstrahlung, die Weißheit der Erde und die mittlere Temperatur der Erde. Und die mittlere Temperatur der Erde, die berechnet man aus der Strahlungsleistung, weil das aber ein T hoch 4 Gesetz ist, dreht man einfach die Formel um und zieht die vierte Wurzel aus der Strahlungsleistung, nachdem man vorher die Strahlungsleistung über die ganze Erde gemittelt hat. Und das ist physikalisch, mathematischer, völliger Unsinn. Sie müssen sich das mal so vorstellen, Ihr Lehrer in der Schule,
der mittelt nicht die Zensuren durchs arithmetische Mittel, um ihnen eine Note zu verpassen, sondern der nimmt die Quadrate der Zensuren oder die vierten Potenzen, zieht daraus die vierte Wurzel, da kriegen sie was ganz anderes raus. Das heißt, da wird mathematisch Unsinn fabriziert. Und es ist so, dass zum Beispiel diese berühmten minus 18 Grad ohne Treibhauseffekt, das ist eine fiktive Temperatur für die ganze Erde, die überhaupt keinen Sinn macht. Das ist so, ich würde ja nie auf die Idee kommen, Dinge zu mitteln, die nicht sozusagen in Beziehung stehen. Und wie gesagt, das ist sozusagen das Hauptargument, dass schon der Ansatz, eine Sache zu postulieren, die falsch ist, um dann herzuleiten, dass die Realität anders ist und ein Treibhauseffekt besteht, nicht zulässig ist. Auch die in der globalen Klimatologie verwendeten Computersimulationen erklären nicht den Treibhauseffekt. Und das sind ja die Simulationen, auf die in den Nachrichten vor allem verwiesen wird. Es gibt zig verschiedene Klimamodelle. Es sind so vielleicht so 20 Klimamodelltypen, die jetzt an den Rechenzentren behandelt werden, größenordnungsmäßig. Es ist entscheidend, dass bei all diesen Computermodellen die verwendeten Gleichungen das betrachtete System, das atmosphärische System oder das atmosphärisch-ozeanische System prinzipiell unvollständig modellieren. Wobei die verwendeten Näherungen prinzipiell unzulässig sind. Es sind ganz bestimmte Sachen, sind nicht modellierbar. Und das hängt mit der mathematischen Struktur der Probleme zusammen. Sie können zum Beispiel Reibungs- oder Wärmeleitungsphänomene oder Turbulenzphänomene auf dem Computer nicht modellieren. Bei nichtlinearen Zeitentwicklungsgleichungen, also sehr komplizierten mathematischen Gleichungen, kann man im Grunde genommen keine, ich will das mal vereinfacht ausdrücken, einfachen Formeln finden, die aus Mittelwerten berechnen. Und man muss ja Mittelwerte reingeben, weil man gar nicht alles genau messen kann. Und es gibt eben keine einfachen Formeln, die zukünftige Mittelwerte aus vergangenen Mittelwerte berechnen. Denken Sie wieder an die Schulklasse, um was Populäres zu sagen. Sie können nie aus dem Mittelwert einer Klausur und einer Modell, wie der Lehrer sich verhaltet, den Mittelwert einer zukünftigen Klausur berechnen. Da gibt es einfach keine Formeln für. Es gibt natürlich immer einzelne Bewegungsgleichungen für Einzelwerte, aber das Atmosphärsystem ist eben viel zu komplex. Bei den Computersimulationen des Globalklimas handelt es sich um nutzlose Spielereien auf Kosten des Steuerzahlers. Das ist sozusagen das, was ich hier rein gewissens behaupten darf. Es ist eben so, dass auch zugegeben wird, das von den Klimatologen. Die sprechen nämlich immer von Szenarien. Was sind Szenarien? Das sind Bühnenstücke. Was wäre, wenn Situation? Da ist der Fantasie, es ist keine Grenze gesetzt. In unserem Szenario haben wir das beobachtet. Und in diesem Szenario das. Und wenn wir das voraussetzen, das. Es ist nicht Wissenschaft. Es gibt also keinen Atmosphären-CO2-Treibhauseffekt. Damit gibt es kein CO2-Problem. Ich schaue mal auf die Uhr. Ich möchte jetzt vielleicht zum Schluss Ihnen noch eine kleine spannende Sache, ich hoffe, dass Sie noch 5 Minuten durchhalten, zeigen. Ich möchte Ihnen nämlich zeigen, dass die verantwortlichen Personen im Grunde genommen wissen, was sie tun. Ein paar Originalzitate. Die neueste Idee ist übrigens, dass man den Wissenschaftsbegriff verändert und aus dem Umfeld der Environmentalisten, ich will das gar nicht ins Deutsche übersetzen, ist eine neue Begriffsbildung aufgetaucht, die postnormale Wissenschaft. Die postnormale Wissenschaft ist die Wissenschaft, wo man nicht mehr Wissenschaften muss, sondern man bringt irgendetwas, was irgendwie, es muss schnell eine Entscheidung gefällt sein, dann spinnt man eben rum. Das nennt man postnormale Wissenschaft. Hier zum Beispiel Bericht der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages. Wir sind jetzt mitten in der Politik, 1988. Jetzt lesen Sie das mal ganz langsam, insbesondere diejenigen unter Ihnen, die politisch interessiert sind, was Sie hoffentlich alle sind. Der letzte wissenschaftliche Beweis für diese These steht zwar noch aus, wird wirklich offiziell im Bundestagsdokument gesagt, doch sind sich nicht
sind sich die Klimatologen darüber einig, dass diese These mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit richtig ist. Das ist das, was man postnormale Wissenschaft heutzutage nennt. Darüber hinaus warnen sie davor, erst den letzten lupenreinen wissenschaftlichen Beweis für die Existenz des Treibhauseffekts abzuwarten, da es bis dahin mit ziemlicher Sicherheit für Gegenmaßnahmen zu spät sein wird. Also das müssen Sie sich, das ist diese Seiten, die jetzt kommen. Das andere war, weiß ich, ein bisschen Folter für Sie, ein bisschen Physik. Das sind jetzt die politisch relevanten Sachen. Obwohl ich hier nicht Politik betreibe, sondern ich zitiere nur. Nächste Seite. Interpretation. Die Überprüfung der Hypothese legen wir so weit in die Zukunft, dass wir nicht auf den Beweis zu warten brauchen. Wir als, das ist übrigens die Definition von Wissenschaft, Überprüfung einer Hypothese. Ne? Wenn Sie das abschaffen, dann haben wir keine Wissenschaft mehr. Dann haben wir Kaffeesatzleserei, dann haben wir Pseudoreligion. Wir als globale Computerklimatologen erheben aus Gründen der Dringlichkeit, das ist auch wieder postnormale Wissenschaft, den Anspruch, schon Hypothesen als Wissenschaft zu verkaufen und von den Politikern Konsequenzen einfordern zu dürfen. Die Dringlichkeit folgt aus unseren unbegründeten, unbewiesenen Behauptungen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, es ist immer eine Selbstreferenzierung, immer wieder ein Zirkelschluss. Nächste Seite. Verantwortliche Wissenschaftler, nur mal, dass man die Namen erwähnt, Bach, Krutzen, Heinlo, Hennecke und einige andere. Das sind also diese Enquete-Kommissionen, Unterlagen können Sie auch auf meiner Homepage runterladen, aber auch offiziell. Es gibt verantwortliche Politiker, wir sehen hier, wer alles dabei ist. Nur einmal die Grünen übrigens. In der Urform waren die Grünen nicht gar keine Treibhausjünger. In der Urform haben die sich gar nicht für das Problem interessiert. In der Urform war es mehr die Atomindustrie. Und der Witz ist, dass sowohl die Atomindustrie als auch die Grünen dieselbe irrige These vertreten. Also zwei völlig konträre politische Gruppierungen oder wirtschaftliche Gruppierungen benutzen denselben Fehler. Und sie sind auch ganz schwer eben aufklärbar, ich will nicht sagen belehrbar. Faksimile, Stellungnahme der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft zur Grundlage des Treibhauseffekts. Es ist unstrittig, dass der anthropogene Treibhauseffekt noch nicht unzweifelhaft nachgewiesen werden konnte. Obwohl das drei Verneinungen in einem Satz sind, heißt das, Treibhauseffekt gibt es nicht. Es ist unstrittig. Übrigens, wenn man das ganze Dokument liest, hochinteressant. Oben sagen sie im Grunde genommen, es gibt den Treibhauseffekt noch nicht wissenschaftlich. Dann fällt jedem redlichen Physiker ein Stein vom Herzen. Dann kommt Laber, 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 zwei Seiten wird alles Mögliche erzählt. Am Schluss wird gesagt, es ist eigentlich klar, dass es den Effekt gibt. Das Problem sind nur die Rückkopplungen. Das heißt, es wird wirklich mit manipulativen Techniken gearbeitet. Professor Fischel, Professor Grassel, Professor Quenzel und Dr. Köpke. Nächste, jetzt etwas später, eine gemeinsame Stellungnahme nach einer langen, langen Pause, 2006, eine neue Stellungnahme, dass ein solches Experiment des Menschen, der Treibhauseffekt, der physikalische Effekt, für den es im Labor kein Experiment gibt, deswegen sagt man, ein solches Experiment des Menschen mit der Atmosphäre das Klima ändern muss, ist ebenfalls eine Tatsache. Vergleiche dazu die Stellungnahme, wo eben das Gegenteil stand. Die dadurch bewirkte energetische Störung und so weiter, das brauchen wir nicht zu lesen. Man beachte, dass diese suggestive Bemerkung aus Dokument 3 sich auf das Dokument 2 bezieht, welches ausdrücklich die Wahrheit der Hypothese zugesteht. Das heißt, man bezieht sich auf ein Dokument, wo man vage ist und sagt, das ist jetzt der Beweis. Nächstes bitte. Damit kann also, das ist nochmal dieselbe Folie, von einer Tatsache keine Rede sein. Es handelt sich um eine suggestive Rhetorik. Ich habe das dann nochmal auf diese Folie geschrieben. Ferner beachte man, dass zu einem physikalischen Effekt ein reproduzierbares Experiment im Labor zusammen mit der Erklärung gehört. In der obigen suggestiven Bemerkung werden spekulative globale Abläufe, ein solches Experiment des Menschen, das ist eine reine Spekulation von ein solches Experiment des Menschen, das ist eine reine Spekulation zu einem Experiment umdefiniert. Ein weiteres Statement aus dem Dokument von 2006. Diese Modelle kommen derzeit zu dem Ergebnis, dass der Mensch über den anthropogenen Zusatztreibhauseffekt die global gemittelte bodennahe Lufttemperatur seit etwa 1860 bereits um 1 Grad erhöht hat. Ein Gedankensprung führt zu einer Argumentation, in der Folgen gezogen werden aus globalen Computermodellen.
die nicht auf physikalischen Grundlagen beruhen, aus einem nicht hinreichend vollständigen Datenkorpus der weltweit zu messenden Temperaturen. Nicht? Man hat ja die ganzen Ozeane nicht vermessen seit 1860 und jetzt behauptet man irgendetwas. Hier eine Stellungnahme von 2007, als dann der vierte Sachstandsbericht des IPCC erschien. Es ist wissenschaftlich gesichert, dass der Mensch in zunehmendem Maß das Klima beeinflusst. Hauptursache ist die Freisetzung langlebiger, klimawirksamer Spurengase. Ich erspare Ihnen, das alles vorzulesen. Bitte die nächste Folie. Schon ein Studium der offiziellen Dokumente und Stellungnahmen zeigt, dass für die Hypothese eines Atmosphären-CO2-Treibhauseffekts keine wissenschaftliche Begründung vorgelegt werden kann. Und es ist anzunehmen, dass die beteiligten, die verantwortlichen Wissenschaftler und Politiker dies wissen. Nächste bitte. Was erwartet uns noch? Hier zum Beispiel Autor Helmut Böttiger über, ich glaube, inzwischen hat sie einige Ehrendoktor schon mehr. Da es sich beim sogenannten Klimawandel bzw. beim Treibhauseffekt des CO2 um eine drohende Katastrophe handeln soll, sollte man nicht leichtfertig mit den Überlegungen umgehen. Jedenfalls sagte die promovierte Physikerin, das ist eine Kollegin von mir oder von uns, besser gesagt, und die damalige Umweltministerin unter Helmut Kohl, Frau Dr. Merkel, auf der Weltklimakonferenz in Berlin 1995. Der Treibhauseffekt ist in der Lage, die Menschheit auszulöschen. Das ist also eine Bundeskanzlerin, die Physikerin ist. Und es führt dann schließlich zu dieser sogenannten großen Transformation. Ich weiß nicht, ob Sie von dem Begriff schon gehört haben. Das ist jetzt ein Begriff, der in aller Munde ist. Es wird jetzt diese Klimageschichte, die CO2-Hypothese benutzt, um eine große Transformation einzuleiten. Mich hat das sofort erinnert an den großen Sprung von Mao und an diese Geschichten und habe mir Gedanken gemacht, ob das nicht schon eine Form des Maoismus ist. Dritte industrielle Revolution, Aufbruch in ein logisches Jahrhundert. Nun, wenn man dann ein bisschen recherchiert, stellt man fest, Professor Schellnhuber sehr verbunden ist mit diesem Begriff. Ich hatte dann auch mein Vertrauensdozenten der Studienstiftung, den ehemaligen Bundesverfassungsrichter Professor Hoffmann-Riem, auch in einer Broschüre gefunden, wo über die große Transformation philosophiert wird. Ich hatte dann Professor Dr. Hoffmann-Riem angeschrieben, keine Antwort erhalten. Er hat zwar selbst diesen Begriff nicht benutzt, ist aber in so einem Sammelband enthalten. Ich finde es sehr merkwürdig, dass also ehemalige Verfassungsrichter sich in so einem Sammelband beteiligen. Und diese große Transformation hieß auf PIC 2007 noch Kulturrevolution, in Anführungsstrichen. Sie können im Internet die alten PIC-Seiten, Potsdam Institut für Klimafolgenforschung, die Begrenzung der Erwärmung auf 2 Grad Celsius und die Anpassung an den Restklimawandel erfordern nichtsdestotrotz eine globale Kulturrevolution. Also für mich eine Geschmacklosigkeit. Ich frage mich, wissen die Leute noch, was sie da reden oder wissen sie es schon? Also man sollte wirklich Arbeit am Begriff betreiben. Ich würde sagen, wenn ohne jetzt hier belehrend oder empfehlend zu wirken, man sollte wirklich jeden Begriff, der verwendet wird, mal auseinandernehmen. Es ist interessant, dass dieser Begriff dann durch große Transformationen ersetzt wurde. In der ursprünglichen Version Kulturrevolution. Ich habe es extra noch im Webarchiv gesucht. Und hier nochmal ein schönes Merkel-Zitat zur Abrundung. Politik ohne Angst, Politik mit Mut, das ist heute erneut gefragt. Denn wir haben wahrlich keinen Rechtsanspruch auf Demokratie und soziale Marktwirtschaft auf alle Ewigkeit. Originalzitat Merkel, nicht von mir manipuliert, 60, ich weiß nicht, ob dieses Zitat bekannt war. Ja, nächste Sache. Wenn man sich vorstellt, dass diese 9 Milliarden Menschen all diese Ressourcen in Anspruch nehmen wollen, Professor Schellnhuber, dann würde die Erde explodieren. So, auch Originalzitat. Und das würde ich hier nochmal zeigen. Also das ist nämlich das Wichtige jetzt heute im heutigen Vortrag. Und damit sollten Sie auf jeden Fall nach Hause gehen. Wissenschaft ist immer noch eine Überprüfung von Hypothesen und nicht die Kunst der Gehirnwäsche. Die Abgrenzung von Wissenschaft zur Pseudowissenschaft, dem Prototyp der politisierten Wissenschaft, ist ein historisches Problem. Der nicht existierende atmosphärische CO2-Treibhauseffekt ist es nicht, weil die Sachverhalte beinahe trivial sind. Es ist zu untersuchen, inwieweit der Tatbestand eines professionellen Betrugs erfüllt ist. Andere Tatbestände
könnten vorliegen, wenn man die mit dem Klimawahn verbundene Angstmache auch gegenüber Kindern betrachtet. Also das ist eine Sache, die ich doch sehr, sehr als sehr, sehr schlimm empfinde, dass wirklich, also es ist, ich habe schon Kinder und Jugendliche kennengelernt, die Angst haben, regelrecht, also denen die Angst sozusagen in den Knochen sitzt. Aber was auch sehr, sehr schlimm ist, sind ja, dass dieser Irrsinn keine Grenzen kennt, dass man also wirklich diskutiert, CO2 zu lagern unterirdisch in Tanks. Und da wird es dann langsam unappetitlich und gefährlich. Ich darf die Abschlussfolie zeigen. Das ist hier ein Artikel über eine CO2, vermutlich CO2-Abgabe durch einen Vulkan. Und hier sehen Sie die Opfer. Das CO2 bei einer Inversionswetterlage, wo es oben wärmer ist als unten, das gibt es in bestimmten Fällen, kriecht wie eine Flüssigkeit aus diesen unterirdischen Lagern, hier war es natürlich ein Vulkan, heraus. Und die ganzen Menschen, die dann in einem Tal wohnen, die ersticken elendlich. Und hier eine Aufnahme. Und das muss man im Hinterkopf behalten, wenn von CCS die Rede ist, Carbon Capture and Storage. Das heißt, es ist nicht nur so, dass hier ein paar listige Klimawissenschaftler ein bisschen Drittmittel abzocken wollen und schöne Institute zu haben und ein schönes Leben, was auch schon unkollegial wäre gegenüber Kollegen aus anderen Disziplinen, sondern der Wahnsinn geht wirklich in die Technologie, in die Wirtschaft. Das heißt, es wird wirklich ernsthaft überlegt, CO2 zu verbunkern. Entscheidend ist, dass eben CO2 diese Eigenschaft der Wärmespeicherung, Stauung nicht hat, aus elementaren physikalischen Gründen. Und es gibt eben eine Vielzahl von grauer Literatur und Propagandaliteratur und Broschüren, wo also in 3D und Farbe gezeigt wird, mal mit Treibhaus und mal ohne Treibhaus und dann doch wieder mit Treibhaus. Es ist wirklich unglaublich und man weiß gar nicht, an welcher Stelle man den Hebel ansetzen soll, dass endlich eine offene Diskussion über die physikalischen Grundlagen geführt wird. Und angesprochen direkt von uns verweigern die Klimatologen, die Verantwortlichen, jede Kommunikation. Selbst mir bekannte Physikprofessoren, die mit Klimatologen inzwischen zusammenarbeiten, lenken ab. Sie wollen nicht an den heißen Brei heran. Gut, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.